Ja, erstmal herzliches Willkommen in die Runde. Ich habe technische Probleme, deswegen hat es länger gedauert. Bitte um Entschuldigung, ja, dass wir verspätet anfangen. Und wartet mal, ich mache hier gerade nochmal einen Check, was ihr sehen könnt und was ihr nicht sehen könnt. Ich will eigentlich dahin, genau da will ich hin. Also herzliches Willkommen zum dritten Teil der Webinarserie bei WHSelf Invest. Große Ehre für mich. Ist es eine Art Debüt, ja, diese einzelnen Webinare. Und ich denke, wir haben einen schlechteren Sound als sonst. Ich habe deswegen auch die Kamera ausgemacht. Anscheinend habe ich Leitungsprobleme und kriege es nicht hin, das LAN-Kabel hier mit den Dingen zu verbinden. Das letzte Mal hat es wunderbar geklappt. Stefan und ich wissen nicht, woran es liegt. Also wir haben lange gekämpft, deswegen auch die Verspätung. Ich hoffe jetzt einfach, dass es dennoch klappt und nochmal begrüße Sie sehr herzlich zum dritten Teil. Möchte nochmal kurz darauf eingehen, was wir im letzten besprochen haben. Das war zum einen die Vervollständigung meiner Vita, wenn es jetzt darum ging, steinige Weg zum Vollzeittrader, was ich das erlebt habe oder welche Stationen ich noch laufen habe. Ich habe dann meinen Handelsansatz relativ kurz und rudimentär erklärt. Das ist ein markttechnischer Handelsansatz. Und die meiste Zeit im letzten Webinar bin ich eben einfach eingegangen auf die Bausteine einer individuellen Handelslogik. Die Betonung liegt wirklich auf individuell, weil ich denke, das ist da klar geworden, wenn man sich das anguckt, dass die Handelslogik oder die Strategie, dass man die nicht kaufen kann oder einfach ja, von jemand Drittem übernimmt, dann wird alles gut. Ich hoffe, dass das transportiert worden ist. So, jetzt im dritten Teil kommen wir eigentlich zu einem Bereich oder in einen Bereich hinein, wo man das im Vorfeld Besprochene auch besser in Anwendung bringen kann, wenn es darum geht, vielleicht das eine oder andere Problem in der praktischen Umsetzung des Tradings besser verstehen zu wollen. Und die Hauptthemen, die jetzt heute von mir besprochen werden, das sind echte Klassiker, durch die ich ja auch gegangen bin eins, ne? Also, bestes Beispiel im Demo, komischerweise machst du immer Gewinn oder fast immer Gewinn. Sobald du mit echtem Geld anfängst, klappt das nicht mehr. Machst du Verluste oder nichts geht mehr, ne? Das ist also wirklich ein viel beobachteter Zustand oder eine viel beobachtete, ja, Erfahrung, die fast alle Trader machen. Und es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal in Ruhe aufdröselt, warum das vielleicht so sein könnte. Die eine oder andere Antwort habe ich ja auch schon gegeben in den vorangegangenen Webinaren, wer genau zugehört hat. Aber wir gehen da nochmal drauf ein. Dann der Klassiker ebenfalls. Sobald ich in den Markt gehe, dreht der gegen mich. Also sofortiger Verlust beim Einstieg. Ja. Das ist etwas, denke ich mal, was mit einer technischen Komponente zu tun hat. Da kann man relativ gut ansetzen in diesem Bereich, weil es ist ein klassischer Verhaltensfehler, ein klassischer Denkfehler, den viele Trader haben, vor allem wenn sie am Anfang stehen. So, die schon weiter sind, die machen aber dann folgende Erfahrung: gute Gewinne, gibst die wieder ab. Also, bist schön vorne gelegen im Konto und plötzlich klappt gar nichts mehr und dich haut es einfach zusammen. Ja, deine Gewinne gehen wieder weg, und wenn du ganz arg Pech hast, bist du wieder bei Null. Ne? So. Und auch ein Klassiker, den habe ich auch schon leicht angesprochen, ausgestoppt und schwupps geht der Markt in die angedachte Richtung. Auch da kümmern wir uns nochmal drum. Das hat dann eher mit diesen beiden Dingen zu tun. So, und natürlich diverse Nebenthemen. Ich werde heute auch wieder Fragen machen, weil ein bisschen mehr Zeit dafür ist. Aber ich mache die auch auf, die Fragen. Und nochmal, ne, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ich will es interaktiv halten, das Webinar, dass da auch Content von den Zuschauern mit reinkommt. Das lockert es immer auf und macht es ein bisschen, ja, vielschichtiger. Deswegen nochmal ganz kurz in die Frage, in die Runde gefragt. Ihr könnt gerne in den Chat kurz reinschreiben. Könnt ihr mich hören? Ja, geht es halbwegs mit der Verbindung oder ist es wirklich übel? Das würde mich einfach interessieren. Muss ich vielleicht langsamer sprechen? Ah, okay, alles gut. Prima. Ah, da bin ich jetzt ganz im Glück, ne? Bis auf die Kamera, die ist halt nicht da. Aber ich habe eh erst am 9. April einen Friseurtermin heute bekommen. Ich sehe schlimm aus. Von dem her gesehen, Gott sei Dank haben wir Leitungsprobleme. Ganz lieben Dank für die Rückmeldungen. Und ich widme mich dem ersten Teil hier, Demo zu Echtgeld. Also die Unterschiede und die, sage ich mal, die meist oder fast immer negativen Erfahrungswerte. Und dazu wechsle ich natürlich hierher auf mein Skizzen- und Stichwort-Board und schnapp mir gleich mal mein Zeichenstift oder besser gesagt, schnapp mir hier unten das Textwerkzeug. Also, Demo-Erfahrung zu Echtgeld-Erfahrung. Nun, also
Als ich angefangen habe mit dem Trading, habe ich wirklich das auch ganz klassisch erlebt. Du gehst in den Markt, in Demo, alles läuft wunderbar. Du bist dir total sicher, ja, dass du jetzt mehr oder weniger das Rüstzeug hast und auch dann mit echtem Geld zu handeln. Du bestückst dein echtes Geld oder dein Konto mit echtem Geld, dann hast du ein scharfes Handelskonto und es geht alles schief, was nur schief gehen kann. So, in einem der letzten Webinare meinte ich, dass der Klassiker darin steckt, was der Trader oft gar nicht bemerkt, ist, dass er in diesem Moment, wenn er echtes Geld auf sein Konto einzahlt, eigentlich das Konto handelt. Das Konto handelt er und eben nicht mehr wie im Demo, ich sage mal entspannt, neugierig, auch vielleicht regeltreu, wenn er sich schon eine Regel erarbeitet hat. Nein, jetzt geht es um sein echtes Geld und er sieht nur noch das echte Geld. Und das ist etwas, wo jetzt alle sagen, ja toll, wunderbar, das wissen wir schon, Jochen, es hilft mir jetzt aber auch nicht weiter, es klappt einfach nicht. Und das ist der Punkt, wo man wirklich dann auch anfangen muss, wenn jemand das Problem hat, eben zu schauen, wie tradet er eigentlich im Demo und wie tradet er in echt. Viele Leute gehen her, das tat ich einst auch, und machen den einen oder anderen Trade im Demo-Konto und wissen sogar, dass der nicht klasse ist. Und sie sagen sich tief im Innern, naja, also irgendwann, wenn ich da mal mit echtem Geld handle, dann mache ich das, was ich gerade eben mache. Bestimmt nicht. Fest versprochen, Jochen. Das sage ich einfach mal. So, und was passiert? Du machst den ersten Trade im Demokonto, der schief geht. Du bist tierisch enttäuscht. Dein jungfräulicher Geldbetrag, den du da einbezahlt hast, das sieht völlig verschandelt aus, weil er weniger geworden ist. Und jetzt beginnt der Kampf, dieses Geld, was du verloren hast, damit es noch so wenig ist, wieder zurückzuholen. Und während dieses verkrampften Zurückholens beginnt man nämlich in die Verhaltensformen zurückzurutschen, die man im Demo wissentlich oder unwissentlich falsch gemacht hat. Bestes Beispiel: weit überzogene Positionsgröße ohne Stop. Das heißt, man wartet, dass beziehungsweise bis der Kurs zurückkommt. Und da man im Demo ist, ist man noch ganz entspannt, wenn der Kurs zurückkommt und lässt das Ding, wenn es ins Plus geht, dann auch mit dem satten Gewinn macht man es zu. So. Und das ist dann der Erfolg, den du im Demo hast, in den meisten Fällen. Warte mal, wird dann genommen. So. Warum funktioniert das denn echt nicht? Ganz einfach. Wenn du wirklich anfängst, mit überhöhten Positionsgrößen in den Markt hineinzugehen, dann vergewaltigst dich selber. Angesprochen, auch in den beiden vorangegangenen Teilen, ist der Hauptfehler aller Trading-Anfänger, dass sie völlig unrealistische Ziele haben für das, was sie im Trading erreichen wollen. Wenn man nur einen kleinen Verhältniszahlen mal anguckt, mit dem institutionellen Handel, was die alles für Ressourcen haben, was die alles im Markt machen können, wen die alles an der Seite haben an Spezialisten, mit welchem Risiko die arbeiten, wird relativ schnell klar, dass der Private oder der Retail-Trader, dass der völlig falsch aufgestellt ist, was seine Erwartungen angeht. So, da er das nicht weiß, bis zu dem Moment, wenn er eine rote Zahl sieht, und je größer die rote Zahl ist oder je schneller der Kontostand, den er doch da echt Geld erschaffen hat, der zusammenschmilzt, desto mehr gerät er unter Druck. Und hat er ein bisschen einen gewissen Punkt erreicht, wo der Druck zu groß wird, ist er entweder so schockiert, dass er nicht mal richtig gerade ausdenken kann, oder er beginnt alles auf eine Karte zu setzen. Da gibt es ja ganz bestimmte Abstufungen, wo du das sehen kannst. Das ist bei mir Seminarprogramm, das mache ich ja nicht. Aber es ist eindeutig ein Verhaltensfehler, weil das Geld, was er verdienen will, was er sich austräumt, ist er nicht bereit, auch zu verlieren. Und dann hängt das Ganze. Statt aber herzugehen und sich wirklich auf eine Größe zurückzufahren oder einzupendeln, wo der Trader keinen Stress hat, das geht nicht, weil er A, sich unmännlich oder unprofessionell oder in dem Fall unweiblich empfindet, müsste der Taffe sein. Zweitens, weil er erkennt, die Verluste sind schon so groß, die er im Vorfeld gemacht hat, dass er jetzt mit angepassten Positionsgrößen seiner Meinung nach gar nicht mehr in einer absehbaren Zeit dorthin zurückkommt, wo er einst angefangen hat. Und deswegen fängt er an, mit hohen Positionen um sich zu schlagen. Und weil der Verlust, der dann auftritt oder Gegenläufe, die er dann bekommt, ihn so belasten, nimmt er auch das Stop weg. Und das ist das, was er im Demo locker machen kann.
den Stop wegnehmen oder weglassen. Der Markt kommt ja immer wieder zurück. Aber wie bestellt? In dem Moment, wenn du es mit echtem Geld machst, kommt der Markt nicht mehr zurück. Das ist meine Erfahrung. Und ich denke, das ist einer der Ansatzpunkte, dass man einfach mal ins Money Management rüberwechselt oder eine realistische Position einnimmt zu den Dingen, die im Markt möglich sind oder die machbar sind und die eben nicht machbar sind. Das hat immer mit dem Geld zu tun, was man selber besitzt und, sag ich mal, damit zu tun, wie man auch mit Geld generell umgeht. Und da haben wir wieder diese ganz individuelle Geschichte. Aber nochmal, denkt drüber nach. Im Demo könnt ihr rumpunchen, wie ihr wollt. Mit echtem Geld habt ihr sofort die Konsequenz. Sofort seht ihr die Konsequenz. Ja, und wenn ihr jetzt beginnt auszusitzen, wie ihr es im Demo gemacht habt, dann ist es meistens, nicht immer, aber meistens der Todesstoß fürs Konto. Wenn es nicht die richtige Katastrophe ist, ist immerhin so ein Stoß, sage ich mal, erfolgt, dass du frustriert da bist und sagst, ich schaffe das gar nicht mehr zurückzuholen. So, das ist der eine Punkt mit der Demo-Erfahrung. Jetzt gibt es allerdings Trader, die sind sehr beflissentlich oder die sind sehr verantwortungsbewusst und sagen, nee. Also ich möchte im Demo genauso handeln wie in echt. Und ich streng mich tierisch an, dass ich also in Achtung simuliere oder so tue, als dass das wirklich echtes Geld wäre. Ich bin ganz arg dahinterher, alles einzuhalten, was ich mir vorgenommen habe. Meistens sind das jetzt nicht Anfänger, sondern Trader, die schon ihre ersten Feuertaufen erlebt haben oder, sag ich mal, eine gewisse Demut und auch eine gewisse Vorsicht vor dem Markt entwickelt haben. Manchmal auch ein bisschen zu große Vorsicht. Also man geht dann gern, wenn man mit echtem Geld, sag ich mal, Verluste gemacht hat, geht man zurück ins Demo. Man muss sich mal überlegen, warum man das macht. In der Regel ist es das Wiederaufbauen des Demo, des Egos, nicht des Demos, des Egos. Also frei nach dem Motto, ne, jetzt mache ich den dritten Gewinn hintereinander, jetzt kann ich es wieder. Dann kriegst du zurück ins Echtgeld. Ganz ehrlich, lächerlich. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Im Endeffekt trickst du sich selber aus. Aber zurück zu denen, die ganz, ganz beflissentlich sind. So. Jetzt machen die das eine Zeit lang und es scheint wohl gut zu funktionieren. Dann gehen sie ins Echtgeldkonto rüber. Also nachdem sie eine lange Zeit, eine sehr, sehr lange Zeit, eine fast schon zu lange Zeit im Demo zugebracht haben, ganz kurz bemerkt, sie haben viel gelernt, was das Handelsprogramm angeht, das Arbeiten mit dem Handelsprogramm. Sie sind also, sag ich mal, vom Werkzeug, was sie benutzen, sind sie sehr erfahren. Dafür dient auch das Demo oder die Demo-Erfahrung. Das ist wichtig, dass man das Werkzeug, was man anwenden will, auch wirklich blind beherrscht. So, aber statt irgendwann, sag ich mal, sich der Herausforderung zu stellen, die der echte Handel mit sich bringt, nämlich Verluste und Gewinne und das mit echtem Geld, bleiben sie zu lange im Demo. Und dann folgt die Enttäuschung auf dem Schritt, wenn nicht der erste Gewinn ins Plus geht oder wenn du 3 oder 4 Verluste in Folge hast. Und das sind normale Vorgänge im Trading, die du nur lernen kannst, wenn du mit echtem Geld unterwegs bist. Also ihr merkt, ich mache mich weder lustig über Demo-Trader, das sind für mich Leute, die einfach ins Geschäft reinkommen und dieses Hilfsmittel benutzen, das ist, wenn du Radfahren lernen willst mit Stützrädern, das ist schon okay, eine gewisse Zeit, aber dann sollten die Stützräder weg, dass du eben ohne die Stützräder handeln kannst. Und so sehe ich das auch im Trading. Es gibt Welten, es liegen Welten zwischen der Demo-Erfahrung und der Echtgelderfahrung. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass das echte Geld weg ist, wenn es weg ist. Du kannst danach schießen, aber immer nur aus eigenem Geld. Im Demo ist es easy. Ja, zahlst du mal wieder einen virtuellen Betrag ein. Wunderbar. Und dann noch ganz kurz bemerkt, was mir oft auffällt, ist halt auch, kriegst du Demo-Programme von Brokern, die wahnsinnig hochkapitalisiert sind. Natürlich, damit du auch mal reinklopfen kannst in den Markt, aber meistens ist es so, wenn man ein Demo-Trading, sag mal, benutzt, um Schritte zu fassen oder um erstmal einen Fuß auf den Boden zu kriegen, ist es nicht schlecht, wenn man versucht, den virtuellen Geldbetrag, den man da hat, dem anzupassen, was man in echt auf den Tisch legen will. Also mir bringt das nichts, wenn ich ein Demokonto habe mit 50 Millionen drauf. Ja, so wenn, dann möchte ich ein Demokonto mit dem Geld, was ich habe. Das so abschließend, diese 3 Teilbereiche, was das Demo zur Echtgelderfahrung angeht. Und ich glaube, übergeordnet kann man einfach sagen, du tradest nicht mehr den Chart, du tradest nur noch dein Geld. Das blockiert dich und damit geht es oft, sag ich mal, in die entgegengesetzte Richtung. So übrigens auch zu beobachten in anderen Bereichen, wenn es dann, wenn wir beim Echtgeld dann bleiben. So.
Der andere Punkt ist der sofortige Verlust beim Einstieg. Also immer, wenn ich in den Markt gehe, geht der Markt sofort gegen mich. Nochmal, das ist ein gut zu lösendes Problem. Das kann man relativ klasse erklären. Aber warte mal, ich mache mal hier den Text weg. Moment. So muss es gehen. Und wie schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach eure Fragen rein. Ich mache immer eine kleine Pause. Und dann gucken wir, dass ich da ein paar Dinge mit einbaue. So, genau. Und zwar, dazu wechsle ich meinen Chart rüber. Wartet. Genau, ihr müsstet hier das hier sehen. Den Chart hier. Ich habe leider nur einen Bildschirm, deswegen muss ich hin und her machen. Und ich habe das letzte Mal ohne Probleme das Ding hier benutzen können. Im Moment tue ich mich etwas schwer. Ich mache später weiter so. Jetzt müsst ihr, also wenn ihr einen Chart seht, so wie den da, ne? Und dann ist es ja so, wenn man einfach mal hergeht und ganz entspannt, ohne den Markt vorhersehen zu wollen, ohne sich unter Druck zu setzen, wenn man den einfach mal anguckt, und ich kann es jetzt nur aus meiner Handelslogik heraus erklären, das ist der Trend. Ja, wir sehen hier in diesem Markt, das ist Dow Jones, ein Aufwärtstrend. Wenn ich das doch so sehe und hier oben jetzt beginne, einen Long Trade zu machen, dann habe ich einfach folgendes Problem. Und dazu wechsle ich wieder rüber auf die Präsentation, auf unser Malprogramm. Warte mal. So. Ich habe einfach folgendes Problem. Wenn das doch ein Trend ist, also sprich ein Kursaufbau, der durch die Aktivitäten der Käufer und Verkäufer zustande gekommen ist, die hier oben reinsteige, dann ist doch eines ganz klar. Leute, die von hier unten schon dabei sind, meistens die Initiatoren eines Aufwärtstrendes, stehen da oben auf guten Gewinnen oder stehen mit guten Gewinnen im Markt. Und liebe Traderinnen, liebe Trader, ich sage extra Traderinnen und Trader, nicht Buy and Hold Leute, ich sage nicht Investoren, ich sage Spekulanten, Traderinnen und Trader. Wenn ihr doch Gewinne aus dem Markt habt holen können, dann nehmt ihr doch eure Gewinne. Interessanterweise, wenn er Verluste macht, nimmt er sie nicht. Aber wenn er Gewinne macht, dann nimmt er die. Obwohl das Argument ständig kommt, der Markt kommt zurück. Ne? Im Verlust heißt, der Markt kommt zurück, im Gewinn, dann nimmt man ihn, weil man nicht will, dass der Markt zurückkommt. Warum kommt denn der Markt zurück? Weil Gewinne genommen werden. Von denen, die gute Gewinne gemacht haben. Ja, liebe Traderinnen, liebe Trader, man nimmt seine Gewinne, solange sie noch im Markt sind. Man lässt nicht laufen bis an den Leidenstag, man ist Trader. Es gibt Trader, die machen das sehr kurzfristig, die sind eben auf dem 1-Minuten-Chart unterwegs, oder die Scalper machen das ultra kurzfristig, manche Leute warten 5-6 Tage, aber irgendwann ist auch die schönste Trendbewegung weit ausgedehnt und ein Haufen Leute sitzen auf großen Gewinnen. Und wenn diese Leute beginnen, die Gewinne abzubauen, oder sprich zu nehmen, kommt mehr Angebot in den Markt und der Markt beginnt gegen dich zu laufen. Und dieses Spiel findet statt auf allen Zeiteinheiten, sowohl auf dem Tick-Chart als auch auf dem Monatschart. Und das heißt, wenn ein Trader beginnt, in einer ausgedehnten Bewegung, ich könnte auch sagen, sehr teuer einzukaufen, dann hat er in den meisten Fällen schlichtweg das Problem, dass er als Letzter in eine Anstiegsphase kommt, wo die ganze Zeit schon mehr Angebot reinkommt von denen, die ihre Gewinne nehmen. Irgendwann reichen die Käufer einfach nicht aus. Und das Angebot, das viele, was in den Markt kommt, drückt den Markt nach Süden. Die Markttechniker sagen, das ist eine Bewegung, das ist eine Korrektur, das ist eine Bewegung und das ist eine Korrektur. Das heißt, kaufst du am Hoch, hast du die ungünstigste Stelle. Warum hast du denn die ungünstigste Stelle? Ganz einfach deshalb. Der Trader sieht nicht, wo er drinne ist. Der Gesamtzusammenhang guckt er nicht. Der markttechnische Trader guckt, bevor er überhaupt einen Trade macht, immer aufs große Bild. Somit weiß er, wo er steckt. Wenn du das nicht machst als Trader und jetzt da reingehst, frei nach dem Motto, ich bin der Meinung, der Markt muss weiter steigen, dann kann der Markt sogar weiter steigen. Ja, warum denn nicht? Nur die Frage ist ja, wann nimmst du denn deinen Gewinn, bevor die Abwärtsbewegung, die Korrektur, die in den Markt kommt, und die kommt immer. Keiner weiß aber, wann sie kommt. Keiner weiß, wie lange sie geht, aber sie kommt. Also sprich, wo nimmst du deinen Gewinn, damit du die Korrektur nicht abbekommst? Das ist das Problem des Traders, der das nicht wahrhaben will oder einfach in den Markt geht, weil er irgendwelche wirre Gedanken im Kopf hat, warum der Markt weiter steigen muss, wie Bitcoin oder Tesla. Ihr seht es, die Märkte verlaufen zyklisch. Und somit ist es völlig wurscht, ob der Markt noch 2-3 Tage weiter gestiegen ist, bei vielen Tradern einfach der Fall, dass sie sagen, ich gehe nicht mehr in den Markt, wenn es teuer ist, sondern ich komme wann? Genau, wenn es günstiger geworden ist. Also ein Prinzip, was nicht nur an der Börse gilt, sondern seit Menschheitsgedenken über Jahrtausende hinweg, jeden Kaufmann im Endeffekt treibt.
Er kauft nicht ein, wenn es teuer ist. Er kauft ein, wenn es günstig ist. Und das zum Beispiel von seinem persönlichen Empfinden, was ist denn jetzt günstig? Was ist denn jetzt teuer? Oder wenn er wie der Markttechniker optisch arbeitet, dass er einfach sagt, okay, alles da, ich habe einen Aufwärtstrend, der ist ausgedehnt. Da mache ich nichts mehr. Regelmäßig, wenn ich Live-Trading mache, kriegen da manche Leute die Krätze und wahre Anfälle. Und wenn dann 10 Minuten später der Markt da unten steht, dann sind sie ganz ruhig. Und wenn du dann von unten reingehst und die Käufer da sind, drückst du dich schön mit nach oben. Weil jetzt hast du die Käufer im Rücken. Hier oben hast du die Verkäufer vor dir. Also ihr merkt, das kann man relativ gut erklären. Und damit einfach mal ein Verständnis aufkommt, was wir so im Markt machen als Trader. Deswegen betone ich ja immer so, wer den ganzen Tag auf Nachrichten guckt, der geht völlig schwanger, mit dass der Markt steigen muss. Er vergisst aber, dass der Markt zyklisch ist und er vergisst, dass andere Trader genauso wie er im Gewinn sich verhalten. Wenn er das mal versucht zusammenzusetzen, wird er relativ schnell bemerken, dass wenn jemand am Hoch irgendwo einsteigt, dass er im Endeffekt eine ganz, ich sag's auf Deutsch, beschissene Stelle erwischt hat. Wenn jemand aus der Korrektur kommt, hat er doch je nach Risikoempfinden, Risikohöhe, wenn er sauber arbeitet mit dem Stop-Loss. Also wenn er hier oben reingeht und da unten den Stop hinlegt, dann kriegt er eine richtige Breitseite gebrezelt. Jemand, der sagt, nö, ich komme von unten nach oben, der hat die ganze Zeit ein kleineres Risiko und kann viel besser damit umgehen, wenn der Markt vielleicht doch mittendrin nochmal abkippt. Aber der da oben ist in der Regel der Mops. Vor allem die Ausbruchshändler, die sogenannten Ausbruchshändler, also ich meine es nicht Ausbruchshändler im markttechnischen Sinn, sondern das, was du im Internet überall findest, der Ausbruch, und dann geht er hoch und dann kommt die Korrektur vom kleinen Trend und hier liegt sein Stop, er fliegt sofort raus und zieht der Markt weiter und dann schreit er Betrug oder Marktmanipulation, sage ich nein. Es ist Bewegung und Korrektur und du musst überlegen, wo du für dich selber oder wo sie für sich selber die beste Chance im Sinne eines Vorteils haben und nicht, ob sie Recht behalten. Dass der Markt noch weiter gestiegen ist, die nächsten 3 Minuten. Das interessiert eh niemand. Okay, alles klar. Und ich gucke mal kurz auf die Fragen, bevor ich zum nächsten Thema komme. Wartet mal. So. Ich sehe gerade nur eine Frage. Das kann, glaube ich, fast nicht sein. Warte mal. Ja, Moment, ich bin gleich wieder bei euch. Ich habe das Ding ist zu klein, ein bisschen. Ich sehe das nicht. Genau. So, jetzt sehe ich klar. Kleinen Moment, Leute, ich gucke kurz durch die Fragen und pick mir eine raus oder eine oder zwei und werde die beantworten. Danach mache ich auch eine kleine Umfrage, so wie es letzte Mal auch war, ne? Alles klar. Gebt mir kurz eine Minute, dass ich drüber fliegen kann. Ja, genau. Hallo Jochen, gibt es eine Faustformel, wann der Übergang von Demo zu Echtgeld erfolgen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Gibt es eine Faustregel dafür? Ich selber habe zu überstürzt damals mein echtes Konto bestückt. Ich war wie wild darauf, mit echtem Geld zu handeln und habe definitiv, glaube ich, zu wenig vorher geübt. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt einfach mal ganz salopp sagt, natürlich aus einer Hinterherbetrachtung, kann man auf die Idee kommen zu sagen, naja, geh doch mit echt Geld rein, wenn du weißt, was du machst. Also sprich, wie legst du deine Orders, wie legst du deinen Stop, wie steigst du aus, wie steigst du ein, kennst den Button, dass du alle Positionen sofort schließt, wenn alles total krank wird, kennst du die Kniffe und die Tricks deiner Handelsplattform. Wenn du das mal drauf hast, kannst du auch ins echte Geld mal rübergehen und dort mit weniger Geld versuchen auszuloten, ob du damit zurechtkommst oder nicht. Ich glaube, das ist vielleicht der bessere Weg, als dass man sagt, oh, also nach 4 Wochen ist die Faustregel, dann musst du jetzt aber ins echte Geld rüber. Ne? Ganz kurz auch noch bemerkt, viele Demokonten bei Brokers sind zeitlich limitiert, was ich nicht gut finde. Im Endeffekt wird halt versucht, dass der Kunde schnell ins echte Geld rübergeht. Das ist nochmal von Broker zu Broker unterschiedlich und auch von Handelsplattform zu Handelsplattform unterschiedlich. Da geht es auch um Lizenzen, da geht es um alles Mögliche im Hintergrund. Aber ich glaube, der beste Schritt ist vielleicht leicht auszutesten, leicht auszuloten. Geh mal mit wenig Geld rein. Ja, versuch mal mit wenig Geld das zu tun. Und wenn das zu viel ist, hau ab, geh zurück ins Demo. Und ich glaube, mit diesem Hin und Her, mit diesem Antesten oder sich ranfühlen, kommt man vielleicht dann wirklich zur Erkenntnis, was man sagt, alles klar. Ich habe nicht mehr diese riesengroße Angst jetzt, mit echtem Geld zu handeln, sondern ich weiß, was ich mache und da kann eigentlich nicht viel passieren. Und das ist in der Regel eine Entwicklung, die dann aufbaut. Vielleicht, ja, ist das eine Art Hilfestellung oder vielleicht eine Antwort auf die sehr gute Frage. Viele liebe Grüße an den Fragesteller. Okay.
Ich lese noch mal eine andere Frage vor. Wie kommt man vom Kontotraden weg? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie kommt man denn davon weg, dass man immer nur das Geld anguckt? Leute, ganz ehrlich, ich gucke heute noch auf mein Konto. Ich meine, wenn du vom Traden lebst, ist doch klar, dass die Kohle, die du verdienst, dass du die auch nehmen musst. Du lebst ja von dem Konto runter. Du nimmst deine Gewinne runter. Also heute noch ertappe ich mich dabei, dass ich oft genug auf den Kontostand schaue. Vor allem im kurzfristigen Handel. Mir ist zwar klar, mit jeder Position, die ich tätige, wie die Wertigkeit pro Position ist, also dass ich also den Geldbetrag sehe, ich brauche nicht mehr die Punkte sehen. Aber ein Zwischenschritt, sage ich mal, um nicht mehr das Geld anzuglotzen auf gut Deutsch und ständig nur wegen 3,50 Euro hin oder her einen Trade zu schließen oder hektisch zu werden, empfiehlt es sich vielleicht eine Umstellung zu machen, dass du keine Geldbeträge mehr siehst, sondern Punkte. Ich habe das lange Jahre gemacht als Sculpture, dass ich gesagt habe, ich möchte 10 Punkte im Trade haben. Wenn 10 Punkte erreicht sind, gehe ich raus. Ich sehe aber nur 10 Punkte. Ich sehe nicht den ganzen Geldbetrag. Das habe ich lange Zeit versucht. Das hat, teilweise hat mir das auch geholfen. Aber ich bin auch nie ganz frei davon geworden, auf den Kontostand zu schauen. Vor allem, wenn du nah dran bist. Ich denke, es ist einfacher, nicht mehr auf den Kontostand zu gucken, wenn man mittelfristiges Trading betreibt oder vielleicht sogar längerfristiges Trading. Damit meine ich nichts anderes, dass du eben mehrere Tage vielleicht als Swing Trader unterwegs bist, wo du ja weißt, Swing Trading heißt ja nicht, ah, guck, ich habe 3,50 Euro Gewinn, jetzt nehme ich den sofort, sondern du willst ja das große Stück vom Kuchen, wenn du ein Swing, wenn du ein Swingy bist. Und da wäre es eigentlich dumm, wenn man auf den Geldbetrag gucken dann zumacht. Bist du ganz nah dran und hast schon so viel Ahnung, dass der Markt vielleicht extrem schwer ist heute oder extrem zäh und du hast ein gewisses Geld verdient und nimmst es am Tisch und sagst, weißt du was, morgen komme ich wieder, ich tue mir die Krankheit heute nicht an, bin ich dabei, dann gucke eben aufs Geld. Aber ansonsten, als kleiner Tipp, versucht mal umzustellen auf Punkte und rechnet auch in Punkten. Ja. Immer schön, natürlich mit eurer Positionsgröße. Reicht die Konto mit 500 Euro zu starten? Ich sag mal so, ja, zum Probieren klar, aber es wird kaum reichen, jetzt beruflich, abberuflich vom Trading leben zu wollen, ist klar. Aber das ist zum Beispiel genau das, was ich gemacht habe, so ein Antester. Aber Leute, vergiss nicht, auch das kleine Konto muss dann angepasst sein, in den Positionsgrößen, wie ihr im Markt unterwegs seid. Also es reicht nicht zu sagen, oh, so ganz wenig Geld und mit einem Schritt sind die 500 Euro weg. Das wäre dann sehr nachteilig. Aber ansonsten ist der Schritt nicht unklug, dass du einfach sagst, hey, ich mache mal ein kleines Konto. Aber eins darf dann vergessen, Vorsicht. Es gibt viele Trader, mehr Trader da draußen, die haben ein zu kleines Konto. Das zu kleine Konto blockiert dich, wenn du professionell traden willst. Also ganz klar. Du hast verringerte Möglichkeiten, du bist gezwungen, auf verschiedene Märkte, nur auf ein paar Märkte eigentlich zu gehen. Du kannst nicht die Freiheit haben im diversifikativen Handel, wenn du ein größeres Konto hast. Also das kleine Konto hat einen riesen Nachteil. Der begrenzt sich, sage ich mal, in seinen Möglichkeiten. Und das sind meistens auch die Leute, die immer noch in einem Markt kämpfen und mit den ganzen Erfahrungen damit einherkommen, wenn du immer nur in einem Markt unterwegs bist. Und darauf gehe ich jetzt über. Nein, das Fragefenster wieder zurück an seinen Platz. Ich starte kurz eine Umfrage. Moment. Gehen wir gleich wieder in Media Res. Umfrage hier. Und ich gehe kurz die Umfrage. Wer teilnimmt das Lied? Das ist der WHSF Invest. Da geht es eben um Auswertungen, wenn man die Webinare schon macht. Kann da gewisse Gewichtungen und Erfahrungen eben sich ziehen. Dankeschön für alle, die mitmachen. Ich warte noch ein paar Sekunden. Dann gehen wir zurück zur dritten Frage. Gut, Gewinne wieder abgeben. Okay. So, die Umfrage müsste soweit okay sein. Und ich bin jetzt hier wieder auf dem Skizzen-Stichwort-Bereich. Ich hoffe, ihr seht das. Ich gehe mal davon aus. Das ist so klar. Und zwar, ja, die guten Gewinne, die gibt man wieder ab auf einen Schlag. Und das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung oder ein Klassiker, der da oft zu beobachten ist. Der hat damit zu tun,
das im letzten Webinar angesprochene Wort Beständigkeit. Also nur ein Beispiel. Ich mache 13 Gewinne mit ganz kleiner Position. Okay, jetzt habe ich einen tollen Gewinn. Na, rechnet sich ja auch hoch. Als bist du ein Skytrader eben, was weiß ich, hast du 13 Gewinne oder 13 Trades gemacht, alle liegen ins Plus, fühlt dich gigantisch, was hast du mit ganz kleiner Position gemacht? Okay, jetzt wirst du mutig, am nächsten Tag nimmst du eine ganz große Position. Ja, weil es läuft ja so gut. Und jetzt kommt der erste Verlust und die Gewinne sind weg vom gestrigen Tag. Das ist der Klassiker. Jetzt gerätst du unter Stress, bist tierisch enttäuscht. Oder stellt euch vor, ihr macht eure 13 Gewinne über 2 Monate hinweg. Jetzt kommt ein Verlusttrade, der die 2 Monate Gewinne einfach wegfrisst. Und das hat etwas zu tun im Endeffekt mit der Positionsgröße, die möglichst beständig gehalten wird. Das ist genau der Punkt. Wenn du beständig die gleiche Positionsgröße handeln kannst, bist du eigentlich im Flow. Weil du rechnest nicht mehr mit Verlust und Gewinnen. Oder dass du jetzt gut warst oder schlecht warst, sondern du siehst die Arbeit als das, was ist, die Arbeit. Du machst sie immer gleich. Deswegen, es ist sehr schwierig, manchmal, sage ich mal, den richtig guten Tipp zu geben, frei nach dem Motto, ja, jetzt machst du den Demo und dann nimmst du ein ganz kleines Konto mit echtem Geld, wie ich es schon sagte. Das meine ich für ganz blutige neue Anfänger, die ins Trading reinkommen, dass man diese Vorsicht walten lässt. Bitte nicht mit zu viel Geld rumzumachen. Ja? Viele Leute nochmal denken, dass man dann ängstlich sei oder dass man es nicht drauf hat oder dass es Rumgepansche sei. Zu letzterem sage ich, ja, es ist vielleicht Rumgepansche oder Dadaismus, aber ein Dadaismus, der das erfüllt, was der Trader gerne übersieht, nämlich dass er sich schützt, dass er den Großteil seines Geldes nicht sofort im Markt liegen lässt. Später jedoch. Wenn man ein scharfes Handelskonto bestückt hat, wenn man weiß, wie die Arbeit läuft, wenn man sich wirklich, sage ich mal, fit fühlt, mit echtem Geld zu handeln oder gar dort zu leben oder wie auch immer, dann muss eine große Beständigkeit her. Und ich mag es zum Beispiel nicht, wie ich es oft mache, aus Unterhaltungsgründen in Live-Trading-Webinaren, dass ich sage, ich mache jetzt einen Trade, aber mit kleiner Positionsgröße. Weil mir gefällt die Marktphase nicht, der Markt sieht schrecklich aus, ich gehe nicht davon aus, dass es was wird, erkläre aber dann oft, warum ich das so sehe, wodurch ein Mehrwert entsteht. Für viele Zuschauer, aber viele kriegen es in den falschen Hals und sagen, jetzt punch da rum. Dann muss ich sagen, ja, ich punche rum aus Unterhaltungswert. Im privaten Trading versuche ich mit einer Positionsgröße möglichst geschlossen zu halten oder zu handeln. Warum mache ich das? Um eben nicht Spielball meiner ständigen, sage ich mal, emotionalen ja, Ergüsse zu werden. Also frei nach dem Motto, ich sehe eine Marktphase, die katastrophal ist. Oder warte, ich zeichne es ganz kurz, was ich damit meine. Für alle ganz zum Entsetzen ist, ich sehe eine Marktphase, die ist katastrophal. Ne? Ich habe es vorhin erklärt, warum. Da mache ich nichts. So. Und jetzt sagt aber eine Stimme in dir, ja, aber manchmal läuft er doch weiter. Ja, dass du jetzt schon beginnst, Opfer des Charts zu werden, das registrieren ja die wenigsten. Weißt du, was machst du? Ah ja, ist eigentlich die Idee, ich mache doch einen Long-Trader mit ganz kleiner Position. Ja, aber wenn der schief geht, kann man nichts passieren. Jetzt läuft er noch ein bisschen weiter. Jetzt machst du oben zu, machst die Gegenposition und fühlst dich als Sieger, weil du wieder einen Gewinn gemacht hast. Leute, das ist nichts anderes als ein Ego-Trip. Da wird Trading nichts zu tun. So. Und jetzt kommt eben die Situation, das hast du das öfters gemacht. Jetzt wirst du sicher. Du denkst, du bist sicher, weil du ja ständig nur Gewinne machst. Dabei kriegst du die Sicherheit nur in einem Fall, nämlich im Verlust. Jetzt beginnst du, weil du da oben solche Dattel-Trades gemacht hast. Jetzt bist du in der Korrektur und sagst, jetzt gehe ich auch mit richtiger Positionsgröße rein, denn der Schmidt hat ja gesagt, der Trend setzt sich fort. Der Schmidt sagt, nein, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Trend sich fortsetzt. Dass er sich fortsetzt, weiß ich nicht. So, jetzt hast du hier volle Positionsgröße drin oder vielleicht sogar drei- oder vierfache, weil du überall gelesen hast, der Markt muss heute steigen. Und der Markt steigt da kurz und kippt dann richtig ab. Und spätestens, wenn du jetzt da unten stoppst, klassischer Trendstopp. Dann hast du einen Verlust drin, der all deine kleinen Gewinne im Vorfeld auffrisst. Und das ist genau das Problem. Die Gewinne machst du mit kleinen Positionen, die Verluste machst du mit großen Positionen. Und in kürzester Zeit haut's dich zusammen, finanziell und mental. Deswegen Beständigkeit muss her. Und Beständigkeit, da müsst ihr euren Spieltrieb verlieren. Und der Spieltrieb, liebe Traderin, liebe Trader, ist aber wichtig. Denn wenn ihr nicht unbedarft, vielleicht auch euphorisch,
oder interessiert oder völlig begeistert an eine Sache herangeht, dann werdet ihr auch nicht dran bleiben. Man braucht diese Lust. Wie heißt es immer, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist im Trading genauso. Und ich will niemandem jetzt das absprechen, dass er da rumdattelt, dass er mit unterschiedlichen Positionsgrößen arbeitet, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Angst hat und der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen zu viel Ehrgeiz. Das sind Dinge, die gehören dazu. Und ich denke, das ist die Erfahrung im Echtgeldtrading, wenn man da vom Demo rübergeht, dass man diese ersten Erfahrungen von Erfolgen und Niederlagen nicht so macht, dass die ganze Existenz dranhängt, dass das Weh und Wohl einer Familie dranhängt. Ja, bitte macht das nicht. Ich habe immer wieder Coaching-Kunden oder auch Telefonate von Leuten, da hängt eine Familie dran und sie wollen unbedingt ins Trading rein und natürlich mit riesigen Beträgen, die sie sich erträumen, wenn sie dann reich sind, was sie alles tun können. Und da sage ich immer wieder, Leute, macht das nicht, macht die ersten Schritte vorsichtig, später dann, okay, dann kann man jemanden am Genick packen und sagen, Freund, das ist nicht beständig, was du hier machst, sondern du bist immer noch im Spieltrieb. Du willst immer noch dir selber was beweisen. Und das ist das Spiel mit den Positionsgrößen, was nie zu sage ich mal, guten Dingen führt. Und abschließend zu dem Thema, ich habe einen Trader-Kollegen, sehr geschätzten, der schafft im institutionellen Bereich. Dem habe ich auch vor einiger Zeit telefoniert und kam auf das Thema. Und er hat dann zu mir gemeint, naja Jochen, jetzt mal überleg doch mal, ne? Jetzt machst du einen Trade irgendwo, sei es jetzt ein Webinar oder nicht, machst einen Trade als Trader, wo du die Positionsgröße klein machst, weil du eh schon weißt, dass du in einer Scheißsituation bist. Sorry, meine direkte Ansprache. Dann lass doch den Blödsinn einfach weg. Wenn du doch eh schon weißt, es ist nicht richtig, es wird wahrscheinlich nicht dein Trade sein, dann lass es einfach weg. Und ich glaube, ein großer Punkt, wo man einen professionellen Trader erkennt, ist, dass es dann auch wirklich weglässt. Und selbst wenn der Markt sich perfekt entwickelt hat danach, dass er sagt, ja, hinterher bin ich immer schlau. Hinterher ist es einfach. Denkt an euren Geschichtsunterricht in der Schule. Also mit dem heutigen Zeitgeist, die vergangenen Jahrhunderte bemessen und den Stab darüber brechen. Genauso machen es die meisten Trader, wenn sie dann sehen, der Markt ist ohne sie gelaufen. Dann leiden sie ohne Ende. Und sie machen sich selbst Vorwürfe, dass sie nicht an der Stelle reingegangen sind, wo sie gar kein gutes Gefühl hatten. Ein Professioneller sagt, nee, ich hatte kein gutes Gefühl, beziehungsweise ich sah, wenn ich die Gefühle rausnehmen will, sah ich auch von meiner vom sonstigen Regelwerk nicht die Stelle, an der ich einen Vorteil hatte. Und dass der Markt jetzt ohne mich gelaufen ist, was hat denn das damit zu tun? Genau, gar nichts. Hinterher bin ich immer schlauer. Wir Trader treffen Entscheidungen in der Gegenwart. Meine lieben Traderinnen und Trader, in der Gegenwart treffen wir die Entscheidungen. Und ich zitiere da Carsten Umland, den ich sehr schätze, der sagt, wir treffen immer die richtige Entscheidung in der Gegenwart. Immer. Aber hinterher, da bemessen wir, ob es falsch oder richtig war. Und bitte lasst das weg, wenn es ums Trading geht. Ihr seid im Hier und Jetzt, ihr analysiert aus der vergangenen Kursbewegung, aber die Zukunft kann keiner kennen. Und hinterher Phantomschmerzen zu leiden, weil da Bewegungen gelaufen sind, wo ihr doch drin hättet sein müssen, obwohl euer Regelwerk das nicht vorgegeben hat. Das ist ein langwieriger Prozess, davon wegzukommen, ist aber ein typisches Zeichen, dass ein Trader angekommen ist in seiner Welt, dass er sagt, ja gut, ich brauche mich nicht über Dinge ärgern, wo ich eh nicht dabei war. Okay, ich versuche nochmal eine kleine Umfrage zu machen, die zweite. Und dass da auch mal eine Minute laufen, würde mich freuen, wenn ihr daran teilnimmt. Und ich check schon mal, was das nächste Thema kommt. Ausgestoppt und schwupps geht er mal. Ja, genau. Gerne. Ihr macht dann die Umfrage und ich schnapp mir hier mein Radiergummi bzw. den Text mal weg. So, vielen Dank. Ich schließe gleich. 3, 2, 1 und zu. Alles da. Wir kommen, ich glaube, zu einem der Hauptthemen, die die meisten Trader tierisch belastet, auch gerade eben schon angesprochen mit diesem, ne? Ich will eigentlich nicht reingehen, es rennt der Markt aber ohne mich. Oder noch viel, viel schlimmer, für dich war es ein wunderschönes Signal, was weiß ich, kommst du aus der Korrektur von dem Trend, also nochmal Trend, Korrektur ist die beste Zeit, du willst reingehen in den Markt, eröffnest Long, wirst ausgestoppt, eröffnest nochmal Long, wirst ausgestoppt, eröffnest nochmal Long, wirst ausgestoppt, eröffnest nochmal Long, wirst ausgestoppt. 3 Stunden geht der Markt hin und her, ne? An alle DAX-Trader, die gerade zugucken,
Viele Grüße. Ihr wisst, was ich meine, gell? Ja. So, und dann gehst du einmal pinkeln aufs Klo und der Markt steht da oben. Du bist aber nicht dabei. Na, wer kennt das? Ah, genau. Ich kenne es bis zum Erbrechen. Und das sind ja Erfahrungen, die machen dich völlig fertig. Ja? So, wie kann man das denn jetzt lösen? Also ganz ehrlich, ihr könnt es nicht dadurch lösen, dass ihr den Stop-Loss weglasst. Das ist die dümmste Art, sag ich mal, etwas zu lösen. Sogar wenn es 23 Mal gut geht, wenn es nur einmal schlecht geht und ihr nicht stoppt, wir haben es gerade eben besprochen, die Beständigkeit in den Positionsgrößen, ist auch die Beständigkeit, was die Verluste und Gewinne angeht. Wenn ihr das einmal weglasst, könnt ihr euch den ganzen Gewinn, den ihr euch verdient habt, eventuell über Monate kaputt machen, ohne Stop-Loss. Und dann sitzt er da und hofft, dass der Markt zurückkommt. Das kann es nicht sein. Ihr müsst stoppen. Das ist das Zeichen eines Traders, der das Geschäft verstanden hat und der weg ist zum Ego-Trip. Also lange Rede, kurzer Sinn. Um dieses Thema, sag ich mal, halbwegs so zu besprechen, dass es gut ankommt, muss man eines haben, nämlich die Erfahrung, welches Geschäft du machst. Ausgestoppten Schubs geht der Markt in die richtige Richtung oder in die angedachte Richtung. Erstens einmal, liebe Traderin, liebe Trader, in diesem Fall muss man zum Trader sagen, wo war denn dein Wiedereinstieg? Ja, es ist nicht nur so, man macht einen Trade auf, sitzt dann vor dem Monitor und reibt mit dem Staubtuch, damit die Kerze schneller nach oben geht oder guckt wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern ihr seid doch Trader. Und gerade die Intraday-Händler auf dem Minuten-Chart oder auf dem 10-Minuten-Chart, wenn ihr doch einen Vorteil habt, dann ist es, dass ihr mehr Signale kriegt als die Jungs auf den höheren Zeiteinheiten. Dann steigt bitte schön auch wieder ein. Ihr müsst aber warten, bis euer Signal wieder kommt. Deswegen der Ärger, dass du den Einstieg, sag ich mal, verpasst hast oder dass du ausgestoppt worden bist, der Markt dann ohne dich zog. Nochmal, muss man ganz klar fragen, Wiedereinstieg, wo war denn dein Wiedereinstieg? War dein Signal noch da, obwohl du ausgestoppt worden bist? Dann muss man ganz klar fragen, wo warst du? Bist du in so einem Markt drin, wo ja viele Unfähige sagen, ein Seitwärtstrend ist. Nee, ist es nicht. Also wenn du da den Wiedereinstieg verpasst hast, schon hier an der Stelle, ich glaube, da brauchst du keinen Vorwurf machen. Wenn du aber ein perfektes Signal hast, mit allen Dingen, die du dir zusammengeklaubt hast, wo du siehst, ja, das ist der Vorteil, den ich habe im Markt, und du jetzt nicht wieder einsteigst, da muss man ganz klar sagen, warum nicht? Vor was hast du Angst? Oder hast du gerade frei gemacht an dem Tag? Weil du sagst, als Trader habe ich große Freiheit. Der Jochen Schmidt ist ja auch im Freibad im Sommer, ne? Ja, aber der Jochen Schmidt ist nicht im Freibad im Sommer, wenn die Trendbewegung startet. Da ist er nicht im Freibad. Also der Wiedereinstieg ist ein elementares Thema in diesem Moment und dann ganz einfach die Akzeptanz, dass wir Trader sind. Und wie ich es im ersten Webinar schon sagte, es geht hier um das Risikomanagement. Und es ist doch ganz klar, dass wenn ich versuche, aus Korrekturen in den Markt einzusteigen, ich sage mal Korrektureinstiege, das ist normal. Wartet mal, ich mache es extra groß. Ist normal, dass du ein-, zweimal ausgestoppt wirst. Ist so schlimm? Ihr wollt doch Trader sein. Es ist ungefähr so, wie wenn einer Boxer ist, in den Ring steigt, nachdem er den ersten Schlag auf seine Deckung bekommen hat, zu seinem Trainer rennt und sagt, der da drüben hat mich gerade ganz erkauen. Dann wird der Trainer sagen, na, schon mal bemerkt, wo du hier bist. Also wenn, dann geh raus aus der Küche, wenn es dir zu heiß ist, oder steig aus dem Ring, wenn du keine Schmerzen haben willst. Und daran erkennt ihr, ne, von wegen und so, ich komme, sehe und siege. Ab und zu, ja, klappt das prima. Mit einer gewissen Erfahrung, manchmal hast du da wirklich einen Volltreffer, was weiß ich, erwischt das Tief von der Korrektur und der Markt zieht sofort an der Stelle weiter. Da gibt es übrigens professionelle Hilfestellung, wann man das genau machen kann und wann man das genau nicht machen darf oder kann. Aber nochmal, ne, normalerweise, wenn du aus der Korrektur kommst, ist doch ganz normal, dass du zwei, dreimal rausfliegst. Und das ist immer schön zu sehen, wenn dann jemand wirklich anfängt, unsicher zu werden. Obwohl das Signal passt. Warum? Warum wird er unsicher? Und das sind zum Beispiel die Selbstbeobachtungen, die her müssen, wenn ein Trader das an sich selber entdeckt, dass er sagt, okay, wie viele Wiedereinstiege kann ich denn machen, bis ich anfange, Zweifel zu kriegen, bis ich sage, oh, das ist zu viel Geld, was ich jetzt im Markt liegen gelassen habe. Kann er dann auch aufhören?
Oder muss er unbedingt noch einen Gewinn sehen, damit er den Tag 0 auf 0 beendet oder im Plus? Wie ist die Entwicklungsstufe von jemandem, der, sage ich mal, dieses Charakteristikum des Marktes oder der Arbeit noch nicht verinnerlicht hat? Denkt an den Boxer und denkt an euch selber, ja. Und deswegen, Verluste sind sowas von normal in diesem Geschäft. Das ist Unerträgliches, wenn Leute daherkommen und sagen, ich lass mal den Stop-Loss weg, weißt du? Der Markt dreht immer mal in die richtige Richtung. Ja, genau. Genau. Und hast eine geile Performance-Kurve so gemacht, gell? Ja. Denkst, jetzt hast du es drauf. Es ist nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit, bis es jemanden zerreißt. Ich habe es nie anders erlebt. Ja. Und deswegen nochmal, ne? Ihr habt Verluste und ihr werdet Gott verdammt mit diesen Verlusten umgehen lernen. Und wenn nicht, dann kommt er zu mir ins Coaching oder ins Seminar. So, ich gucke nochmal auf die Fragen, beziehungsweise ich mache an der Stelle die dritte Umfrage. Ich hoffe, heute klappt das auch mit der. Und dann gehen wir nochmal in eine Fragerunde rein. Wieder 30 Sekunden zeige ich euch die Umfrage. Wenn ihr so lieb seid, bitte daran teilnehmt. Und ich schnappe mir das Fragefenster. Okay. Ich lese schon mal parallel, ne? Ihr seid klasse, es sind gute Fragen drin. Ja, prima. Ich mache mal hier die Umfrage wieder zu. 3, 2, 1 und gut ist. Stefan wird sich freuen. Und dann gucke ich mal die Fragen an. Ich weiß nicht, könnt ihr die Fragen sehen gerade hier auf meinem Bildschirm? Oder ist, ich glaube nicht, ne? Ihr könnt das als Webinar-Teilnehmer nicht sehen, es kann nur ich sehen. Gut. Und zwar, ich habe eine, prima, vielen Dank für die Rückantwort. Und zwar, ich habe eine gute Frage. Kennst du die Angst, auf den Kaufbutton zu drücken? Warten auf die Bestätigung der Bestätigung. Ah ja. Wenn es unten ist, könnte es ja weiter fallen. Genau. Wenn es steigt, glaubt man es nicht. Aber wenn es oben ist, will man nicht. Man hätte es ja billiger bekommen können. Wunderbar. Also ganz, ganz lieben Dank für die Frage, weil da ist alles drin reingepackt, was ich glaube, jeder Trader ja auch durchlaufen muss. Ich kenne die Angst. Selbstverständlich kenne ich die. Ganz klar. Und deswegen über alles, was ich hier rede, es ist nichts erfunden und auch nichts angelesen. Ja, auch der Fragesteller zum Beispiel, man hört sofort raus, ja, der tradet, der weiß, wo wirklich der Hammer hängt, wie belastend es sein kann oder wie wurmig es auch sein kann. Das ist auch der Grund, warum viele Trader lange Zeit hirnen und immer rumbasteln und immer noch was Neues versuchen zu bekommen und da verfeinern und da eine kleine Stellschraube versuchen zu stellen. Und definitiv, ich kenne die Angst. Der Punkt ist aber der, wie kommt man über die Angst weg? Also ganz klar, Leute, die Positionsgröße ist einer der Gründe. Absolute Ehrlichkeit zu sich selber. Das hilft aber auf Dauer auch nicht, weil man ja wieder Angst hat, abzudrücken. Man hat Angst, die Gewinne, die man gemacht hat, vielleicht jetzt wieder zu schmälern. Und dann ist eben der Punkt, dieses zu lange Warten hat entweder damit zu tun, dass man ja intuitiv eine Situation sieht, die man nicht als koscher empfindet. Das ist das eine. Das andere ist wiederum eine große Verlustangst. Weil vor was hat er eigentlich Angst? Wartet mal. Ich mache das nochmal hier weg, dass ich es besser sehen kann und schnapp meinen Zeichenstift. Wenn wir es mal in aller Ruhe betrachten, vor was hat er Angst? Also Achtung, Trend ist da, geht in die Korrektur. Oder vor was hat man Angst? Ne? So, ja, man hat Angst. Man geht rein und es geht sofort gegen einen. Also muss man raus. Ne? Hast einen Verlust generiert. Nochmal, ist nicht schlimm, wenn du weißt, was du machst. Die Frage ist halt, ich meine, und da kommt die Markttechnik halt wirklich wie ein Hammerschlag als Vorteil rein. Wenn ich natürlich auf der übergeordneten Seite halt das hier sehe, dann habe ich ja alle Vorteile, um aufzuklappen. Und wenn ich auf dem Kleinen immer noch einen Abwärtstrend sehe, warum soll ich dann long gehen? Nur als Tipp. Also wenn, muss ich warten, dass ein Trendwechsel reinkommt. Da habe ich aber Angst, dass es vielleicht zu schnell geht. Ja? So. Das ist der Punkt. Das heißt, die Geduld, die man aufbringt, sollte nicht aufgrund von Angst erfolgen, sondern auf das Warten auf das Signal an sich. Und ich weiß, jetzt kommt das Argument, dass jemand sagt, ja, das ist ja recht schön und nett, was du da sagst, Jochen, aber schau mal, ne, jetzt hast du einen Trend, jetzt geht die Korrektur. Ich warte, dass ich ein neues Signal bekomme und der Markt zieht ohne mich einfach weiter. Dann kann man sagen, ja, willkommen im Trading. Oder man kann sagen, warum gibt es Trader, die ganz bestimmte Korrekturlevel vorgeben?
in ihrer Handelslogik. Was glaubt ihr, warum? Ja klar, ich meine, je tiefer die Korrektur kommt, desto besser ist es doch. Wenn ich da oben rum mache, was erwarte ich? Dass es so einen Weiterlauf gibt, wenn ich von unten komme, kann ich in der Regel, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit. Also erwarte ich doch auch, dass die Korrektur tiefer kommt und habe automatisch mehr Luft, um zu warten, dass sich ein Signal ausbildet. Ihr seht, so schwer ist es alles gar nicht. Allerdings dauert es sehr lang, auf diese Dinge zu kommen oder Lösungsansätze zu finden. Und einmal, die sind immer individuell. Also das ist das große Problem, in Anführungsstrichen, wenn es jetzt um die zeitliche Komponente geht. Ich glaube, es gibt keinen Trader da draußen, der vom Himmel gefallen ist. Und ich sage den Satz auch sehr gerne. Trader werden gemacht. Sie fallen nicht vom Himmel. Sie werden gemacht. Und dieses Machen hat ja genau mit diesen ganzen Erfahrungen zu tun, dass du eben da sitzt und sagst, ich kaufe mir nochmal ein Buch. Mir ist das und das nicht klar. In der Hoffnung, dass die Lösung vielleicht von irgendeiner Seite genannt wird. Oder ich gucke mal Webinare an, so wie dieses, wo vielleicht ein Lösungsvorschlag kommt. Wenn das alles nichts hilft, muss ich selber mich hinsetzen. Und erstens einmal muss ich dann aber meine Trades kennen. Wer kein Tagebuch führt, kennt die nicht. Der glotzt dann auf seine Performance-Kurve, hat aber keine Ahnung mehr, warum er vor 3 Monaten mal wieder sich in Monsterverlust reingesetzt hat. Das ist verschwendete Zeit. Da werde ich zur Sau, wenn Trader kein Tagebuch führen. Aber große Weisheiten für sich ertragen und dann große Probleme wälzen. Sie sind aber nicht in der Lage, sage ich mal, das, was sie mit ihrem eigenen Geld bezahlt haben, irgendwie so zu katalogisieren oder auszuwerten oder für sich in Erinnerung zu behalten, dass sie später einen Mehrwert draus ziehen können. Das ist das Unterirdischste, was du überhaupt noch treffen kannst. Aber dann heißt, bring mir Trading bei. Wie denn? Wie denn? Willst du doch selber nicht. Willst du einen schnellen Weg? Willst du die Abkürzung? Arbeiten willst du nicht. Was ist, wirst du deine Statistik machen und noch viel mehr als die Statistik. Du würdest gucken, was hast du wann, wo gemacht und wie. Und jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt kann man ansetzen. Ja, da kann man 3 Stunden reden. Ne? Okay. Ja, wir haben Tonprobleme heute. Es tut mir sehr leid. Jemand sagt, der Ton ist sehr abgehackt. Ich weiß, es geht gerade über WLAN. Ich werde bis zum nächsten Webinar, werde ich gucken nochmal, dass die LAN-Leitung hier funktioniert. Ich weiß nicht, warum das Ding nicht klappt heute. Ich hoffe, dennoch ist es erträglich. Es tut mir sehr leid, die Tonqualität. Ne? So, machen wir noch eine Frage. Okay, wartet mal. Einiges geht um Coaching-Anfragen. Leute, aber ich bin im Moment terminlich total zu. Ich sage es euch ehrlich, Coaching ist für mich eine langfristige, auch langwierige Geschichte, die über einen längeren Zeitraum geht und sehr teuer ist. Ich lasse mir das teuer bezahlen, weil ich habe nicht Lust, 16 Mal im Jahr mit jemandem von Anfang bis zum Ende wieder zu gehen. Ich meine das nicht ablehnen, sondern mal ganz ehrlich, ich möchte auch mein eigenes Trading noch machen. Deswegen, wer da wirklich extremes Interesse hat, kann mich gerne über die E-Mail-Adresse anschreiben. Die meisten Leute machen aber dann doch eine begrenzte Zeit, so eine Art Einzelunterricht oder Schwerpunktunterricht, das kann man immer machen. Aber ein Coaching, ein richtiges Coaching, so wie ich es verstehe, ist eine Betreuung über einen langen Zeitraum mit allen Höhen und Tiefen, die man dann gemeinsam durchlebt. Und das geht nur, wenn man sich privat auch gut versteht. Warte, ich gucke noch nach einer anderen Frage. Der Klassiker, ne? Woher weiß man, ob die Korrektur beendet ist und nicht weiterfällt, dass er seinen neuen Aufwärtstrend eingesetzt hat? Das ist eine der Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ist eigentlich die sicherste oder die langweiligste Art, dass man eben sagt, no, ich warte mal. Ne? Mit dem Risiko, dass der Markt einem halt davonrennt, wenn die Korrektur relativ klein war. Ansonsten gibt es noch andere Ansätze, wo man sehr galant, allerdings nicht im Sinne von, ich komme und treffe punktgenau, sondern sehr galant die Stellen im Markt entdecken kann, wo die Käufer mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder reinkommen. Ja? Aber nochmal, das ist zu weit führend im Moment. Aber ein paar Grundlagen habe ich schon genannt. Eine Frage mache ich noch. Und wenn es für den Stefan okay ist, ich überziehe leicht, wir hatten ja am Anfang die Verspätung, dann gleiche ich die aus. Ja? Okay, es schreibt jemand, wie sollte das Tagebuch am besten geführt werden? Ja, Leute, ne, es ist total individuell. Führt es bitte, wie ihr es für richtig findet. Ich finde es relativ unsinnig, dass ich sage, ja, das und das und das muss rein. Sondern ich finde halt sehr wichtig, dass ihr den Trade-Ablauf dokumentieren lernt, weil es eine Wiederholung ist. Oder was glaubt ihr, wie ich dazu komme, jetzt nach über 1300 Webinaren, die ich gemacht habe, davon glaube ich über 1000 Live-Tradings, dass ich die Selbstsicherheit habe? Ja, warum wohl?
weil ich immer wieder das Gleiche mache. Und ihr seht, wie schnell ich durcheinander komme, wenn ich nicht an dem Arbeitsplatz bin, wo ich bin, wo ich eine andere Präsentationssoftware benutzen muss als sonst. Ne, aber es ist nur die Routine, die mich sicher sein lässt. Oder wie Soldaten, die lernen müssen, mit verbundenen Augen das Gewehr auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen. Es ist eine ständige Wiederholung, dass in dem Moment, wenn es wirklich ernst wird und eine Ladehemmung hast, dass du wie ein Automat funktionierst. Nochmal, dieses Tagebuch zu führen, nochmal, ist sehr schwer, weil ich denjenigen ja nicht kenne. Ich weiß nicht, handelt er kurzfristig? Also wenn er sehr kurzfristig handelt, wird er wohl kaum 25 Einzeltrades alle ausführlich dokumentieren nach dem Handel. Das geht gar nicht mehr, weil er gar nicht mehr sehen kann, was er gemacht hat. Hat er, sage ich mal, eine andere Handelsfrequenz, ist das einfacher zu bewerkstelligen. Es gibt verschiedene Tagebuchformen. Ich zum Beispiel mache immer noch eins nach über 16 Jahren. Allerdings ist das kein technisches mehr, sondern das ist ein rein mentales, wo ich mich eben beobachte. Ah, hast du einen schlechten Tag gehabt, Jochen, heute bist wütend worden. Oh, der eine Verlusttrade hätte nicht sein müssen. Ne? Alter, 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 die Dämonen gehen nie weg. So ähnlich. Ne? So, und wenn das zu viel wird, oder wenn ich zu großen Bockmist baue und ein, zweimal im Jahr passiert mir das auch, Leute, ganz normal, ja, dann hilft mir dieses Tagebuch immer wieder, den Lösungsansatz rauszuholen und dort rumzugraben. Und manchmal bin ich auch zu schwach. Ja, nochmal, ich vergewaltige mich nicht, aber ich kenne mich recht gut in der Zwischenzeit. Und das lässt mich sicher sein. Vor mir selber, nicht vom Chart. Ihr wisst, was ich meine. Das ist in tiefer Ehrlichkeit, einfach mal in die Runde gesprochen. Ne? Okay. Ah, Windows Update wird angezeigt. Ja, aber am anderen Rechner habe ich das auch. Da läuft alles top. Nur nochmal, da am anderen Rechner läuft die Citrix, das GoToWebinar nicht. Das läuft einfach nicht. Und das ist mein Problem. Ich bin hier auf einem Laptop und aber ich werde das nächste Mal die Standleitung vom unteren Stockwerk benutzen. Ich hoffe, dann geht's besser. Ne? Okay, eine Frage noch. Dann ist aber gut. Hör mal. Well, jemand bedankt sich ja sehr gerne. Nochmal, entschuldigt die Tonqualität. Und ich suche noch eine raus. Ah ja, genau. Mit dem 500-Euro-Konto war leider zu abgehackter Ton. Ich versuche es nochmal zu erklären. Also 500-Euro-Konto, wenn man das das erste Konto ist, was man jetzt hat, ist es doch okay. Ne? Aber bitte passt dann auch eure Positionsgrößen auf das Konto an, was ihr da handeln möchtet. Ein 500-Euro-Konto, Leute, klar, davon kannst du nicht vom Traden leben und du kannst auch, wenn du klug bist, nicht viel bewegen. Nochmal, wir haben Hebelbeschränkungen drin in der Zwischenzeit. Das bedeutet, ihr müsst relativ viel Geld hinlegen, um einen Trade machen zu können. Und die Positionsgrößen, die ihr halt wählt beim 500-Euro-Konto, die sollten dann auch angemessen sein. Denn bitte denkt mal über Folgendes nach. Angenommen, jemand schafft es, ein 500-Euro-Konto stabil und beständig auf 550 Euro hochzutraden. Dann hat er 10% Verzinsung oder Rendite, wenn Sie jetzt mal von diesen Kennzahlen ausgehen. Ist das so schlecht? Nee, ist nicht schlecht, ist gut. Hat jemand 500.000 Euro auf dem Konto und er macht 10%, dann ist schon mal eine Hausnummer, wo man durchaus sagen kann, jetzt lebe ich in Deutschland, ja, mittelmäßiges Leben. Also ihr erkennt, die Relation ist eigentlich die gleiche. Nur ein Problem gibt es, dass deine Konto lässt dich sehr begrenzt aktiv sein. Wer ein großes Konto hat, kann diversifikativ handeln, kann viel eleganter und breiter aufgestellt handeln. Das kleine Konto behindert euch eher. Okay. So, Aufzeichnung vom Webinar kommt ja auf YouTube, wenn ihr mal auf dem WHS-YouTube-Channel reinguckt. Da werden ja die ganzen Videos veröffentlicht, meistens eine Woche später. Und ich hoffe, dieses auch, obwohl der Ton mies ist. Liebe Traderinnen, liebe Trader, wir haben jetzt noch ein Webinar nächste Woche. Am Mittwoch, ich freue mich sehr darauf. Es sind unheimlich viele Leute da. Dann endet die Webinarserie mit mir nächste Woche. Ich habe erstmal dann über 3 Monate Seminar, ein Online-Seminar mit vielen Leuten. Und ja, dann liegt es an WHS, ob sie mich nochmal haben wollen oder ob wir uns in Zukunft nochmal sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche nochmal dabei sind. Ja, wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg in Ihrem Trading. Entschuldige mich nochmal für die schlechte Tonqualität. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. In diesem Sinn, ganz, ganz liebe Grüße an alle, gell? Danke, ciao miteinander.